Mercedes-Benz und die Elektronik, die nicht funktioniert oder selten funktioniert. Ich finde es ja ganz interessant, dass beim Fahren dir dann irgendwann mal angezeigt wird, dass irgendwelche Bremsassistenten nicht funktionieren. Ist natürlich nicht so prickelnd, wenn du auf der Autobahn bist und irgendwie schon 120 fährst, dann wird man erstmal ein bisschen langsamer, ne? Diese Abstandssensorik, die scheint ja auch nur selten so richtig zu funktionieren, wie man sieht. Dass man die Verkehrszeichen nicht erkennt. Also, okay, mag ja sein, dass es irgendwie falsche Verkehrszeichen sind, aber ist eigentlich auch ein Unding. Dann sollen sie doch so eine Scheiße eigentlich nicht einbauen, wenn das nicht funktioniert. Und das ist doch eigentlich das, was zum Kotzen ist. Die bauen irgendwann ein, du kannst nicht alles ausschalten und dann piept es. Das piept auch, was weiß ich, wenn du nachts um 12 ins Auto steigst und losfährst. Nach einer Stunde fängt es an zu piepen. Wollen sie eine Pause machen? Wollen sie schlafen? Nein, verdammt nochmal. Bin ausgeschlafen, ins Auto eingestiegen und fahre erst eine Stunde. Also so eine Scheiße kotzt mich richtig an. Lass doch das einfach weg, diesen Mist. Ich brauche es nicht, ich will es nicht. Und das kann man leider nicht ausschalten. Oder man muss jedes Mal, wenn man das Auto startet, wie beim Flugzeug, hier ein Knöpfchen drücken, da ein Knöpfchen drücken, da ein Knöpfchen drücken, da ein Knöpfchen drücken, dann ist es aus. Aber die Scheiße merkt sich das doch nicht zum nächsten Mal, dass ich es ausgeschalten habe. Jedes Mal, wie gesagt, wenn ich es anmache, startet das Auto, ist alle Funk, alle Dingens da, muss man halt einzeln ausschalten. Es ist zum Kotzen. Scheiß Mercedes-Benz. Wieder gleiche Spiel. Es funktioniert nicht. Ich muss das Auto neu starten.